worden. Mein Motiv allerdings bedarf einer Erklärung. Vor meinem Tode lebte ich in einem Bauernhaus in Cerodil. Was siehst du? Bei mir waren stets mein Vater und mein Bruder. Während sie eines Tages auf dem Feld arbeiteten, wussten sie noch nicht, dass sie beobachtet wurden. Sie wussten noch nicht, dass ihre Frau und Mutter bereits getötet worden war, dass ich, ihre Tochter und Schwester, unter Schwerterklinge festgehalten wurde. Die Männer kamen plötzlich und griffen an. Mein Bruder leistete Widerstand und sie töteten ihn. Mein Vater konnte die Schulden beim Kaiser nicht mehr bezahlen. Die Männer standen unter dem Befehl des adligen Philin Eraton, dem Hauptmann vom Gefängnis Burg Rabenstolz. Aber er wollte nicht nur gehen, er wollte auch mich. Mein Vater und ich wurden gefangen genommen und nach Rabenstolz geschafft. In Rabenstolz starb mein Vater. Und ich verfluchte Philin Eraton. Ich verfluche dich und deine Nachkommen und jeden, der diese Burg mit Hass und Grausamkeit regiert, rief ich. Jeden, der adligen Blutes ist und sich hier niederlässt. Ich werde nicht eher ruhen, bis ein gerechter Herrscher von bürgerlichem Blute in diese Burg eingezogen ist. Und so sollte es geschehen. Geht in Frieden und regiert diese Burg mit Recht. Ich, Melissa, finde nun Ruhe. Ja, schon klar. Mit Andy König krönt sich als Hauptmann und Wache, Alexandra K. als Melissa, wenn alles als Merelius Billin, Belo als Schmied Elmar Blabla, Hegan Hermann als Heron de Mende, Mark Mehring als Redimus der Echte. Okay. Kurz nachdem Melissa weg war, erschien mir eine Vision. Ich sah Melissas Geschichte vor mir. Sie lebte einst mit ihrer Familie in einem Bauernhaus in Cerodil. Weil ihr Vater aber die Steuern beim Kaiser nicht mehr bezahlen konnte und Philin Eraton, der ehemalige Anführer des Gefängnisses Burg Rabenstolz, nach ihr trachtete, wurden Melissas Mutter und Bruder getötet. Sie und ihr Vater kamen in den Kerker von Rabenstolz. Nachdem ihr Vater dort starb, verfluchte sie Philin Eraton. Ja, das habe ich aber schon in der Vision gesehen. Das musst du mir nicht nochmal sagen, Spiel. Dabei schwor sie, nicht eher Ruhe zu geben, bis ein gerechter Herrscher von bürgerlichem Blute über Rabenstolz regiert. Philin Eraton und Heron de Mende waren beide Sprosse von Adelsfamilien, weshalb Melissa einen solchen Hass auf sie hegte und mir half, Burgherr zu werden. Und sie benutzte mich. Melissa ist wohl ein Charakter, den ich nie wirklich verstehen werde. Ja, schon klar. Problem ist, jetzt ist die weg. Und ich will sie töten. Mann. Eine Hure ist das. Redimus ist durch eure Hand gefallen. Jetzt können wir in Ruhe leben und uns der Sicherheit unserer Nachkommen sicher sein. Ich weiß nicht, ob ich euch eure Taten je verzeihen kann. Auch wenn ihr nicht wusstet, was ihr tatet. Aber als ihr Redimus getötet habt, habt ihr einen großen Teil eurer Schuld beglichen. Und was nun aus Rabenstolz werden soll, das kann ich euch auch nicht sagen. Heron de Mende ist tot. Viele der Wachen auch. Was soll nun aus uns werden? Sagt euch der Name Melissa etwas? Melissa? Ja, den kenne ich. Den? Die? Als Rabenstolz noch ein Gefängnis war, gab es eine Gefangene mit diesem Namen. Sie hat den dritten Gefangenenaufstand angeführt und wurde dafür getötet. Danach war sie so etwas wie eine Schutzheilige der Gefangenen in Rabenstolz. Und das heißt, als das Gefängnis Rabenstolz geschlossen wurde und zum Verkauf stand, weigerte sich ihr Geist, die leere Feste zu verlassen und legt seitdem ihre schützende Hand darüber. Wie kommt ihr auf diese Sache zu sprechen? Ohne sie würde Redimus noch leben. Dann hat euch die Schutzheilige von Rabenstolz geholfen? Wie außergewöhnlich. Was wollte sie damit bezwecken? Vielleicht hat sie euch aus einem ganz bestimmten Grund geholfen.
vielleicht wollte sie euch als Burgherrn haben. Ach, wollt ihr das auch? Ihr bringt mich in Verlegenheit. Nun, nein. Eigentlich will ich niemanden als Burgherrn, der für den Tod von so vielen verantwortlich ist. Vielen. Dennoch, es hat etwas zu bedeuten. Ich habe keine Ambitionen, den Zorn von Melissas Geist auf mich zu nehmen. Ihr werdet der neue Burgherr von Rabenstolz sein. Das entscheide ich als momentan ranghöchster Verwalter der Feste. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Als Burgherr könnt ihr nun die Gemächer oben im Burgfried beziehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr außerdem einen Händler hierher holen. Na klar. Sprecht dafür mit unserem Schmied, oben in der Feste. Ach, und bevor ich es vergesse, als ich nach Rabenstolz kam, fand ich in der Mine einige Tierhäute, auf die jemand etwas draufgeschrieben hatte. Tatsächlich war es Melissa gewesen, die dort ihre Geschichte niedergeschrieben hat. Ich habe den Text vor einiger Zeit abgeschrieben. Nun ist das Buch in meiner Truhe, oben in den Wachquartieren. Ich gebe euch hier den Schlüssel. Lest einmal Melissas Tagebuch. Danach werdet ihr einiges wohl besser verstehen. Okay, tun wir das. Der Sold ist mir sowas von scheißegal. Ich glaube auch nicht, dass ich hier so 2 Sekunden einen neuen Soldanteil krieg. Ich muss im Ernst den ganzen Weg wieder nach oben laufen. Muss ich? Nein, muss ich nicht. Yes! Sehr gut. Finde ich toll. Finde ich sehr toll. Angemessen und so. Ja, schon klar. Gehen wir rein. Jippa. Das gehört jetzt uns. Der Hammer gefällt mir nicht. Weg mit ihm. Ich hab gesagt, weg mit ihm. Yo, der Hammer stößt den ganzen Tisch um. What the fuck? Was ist das? Ach so, Mithril-Schild. Ja, der gehört ja auch sehr gut hin. So, Heiltränke. Oh. Ich vergesse immer, Magietrank mitzunehmen, obwohl die auch hilfreich sein können. Okay, nach oben. Ja, die schlafen alle total nackt. Logisch. Das sieht ein wenig pervers aus, aber gut. Wo ist denn? Wahrscheinlich, nee. Wo ist denn das von dem Typen? Die Truhe von dem Typen. Das muss ja nicht verschlossen zu sein. Da, genau. In der Truhe des Hauptmanns, das fand ich sowohl das Tagebuch von Melissa als auch das von Feline Eraton, dem ehemaligen Hauptmann des Gefängnisses. Es wird geschildert, wie Melissa nach Rabenstolz kam, wie Feline sich im Verlangen nach ihr verzehrte und schließlich nach dem 3. Gefangenenaufstand, in dessen Folge Melissa als Anführerin starb, vom Kaiser abgesetzt wurde. Ich bin nun der Baukerr von Burg Rabenstolz. Ach! Wow! Das ist aber eine intelligente Schlussfolgerung. Er wählt durch den Geist einer etwas seltsamen Frau. Von Melissa, du Depp. Und zum Preis von vielen Menschenleben. Ich hoffe, mir wird hier viel Glück vergönnt sein. Mit dem Amulett aus der Truhe des Hauptmannes kann ich jederzeit in meine Gemächer reisen. Das finde ich gut. Öffne den Behälter mit einem Schlüssel. Jägerweste! Lulz, Amulett des Burgherrn. Wahrscheinlich, wenn wir es anziehen, werden wir direkt zu den Gemächern teleportiert, also zieh es nicht an. Tagebuch des verliehenen Eraton. Und ein Pinsel. Ein Pinsel? In der Truhe des Wachmanns. Okay. Wie auch immer. Aufzeichnungen von Melissa. Ja, ihr könnt es euch durchlesen. Pausiert einfach auf jeder Seite. Beziehungsweise auf jeden 2 Seiten. Das ist mir zu viel, um es jetzt durchzulesen. Okay. Dann noch von... Was? Ja! 2 Gegenstände auf einem Slot. Ihr könnt diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Ja! Die fahle Passkarte und der Schädel. Was passiert, wenn wir ihn ablegen? Der Schädel wird dann abgelegt, aber die Karte nicht. Okay, das finde ich gut.
Karte können wir aber eh nicht lesen. Doch, können wir. Okay. Liste. Nee. Wo ist denn das von Feline Eraton? Da, Tagebuch des Feline Eraton. Das könnt ihr euch genauso durchlesen. Okay. Ja. Könnt ihr euch durchlesen, wenn es euch interessiert. Mich interessiert es gerade nicht. Beziehungsweise habe ich keine Zeit dafür. Ihr wollt ja sicher mehr von der Story sehen. Beziehungsweise vom Spiel. Was ist das da hinten? Achso, Magietrank. Warum liegen hier Magietränke und so auf dem Boden? Teste ich mal eben. Wollt ihr in... Achso, okay. Ja, will ich. Ich will dich hören.